Jetzt kommt es in erster Linie darauf an, dass Europa geschlossen ist. Wir müssen gemeinsam klare Kante zeigen und Geschlossenheit zeigen, damit wir beispielsweise in einem Konflikt, in einem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten auch eine starke Position haben. Und das scheint uns ja im Moment ganz gut zu gelingen.